Sand. Dab, 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 da. So. Bis ich jetzt wieder hingeblättert habe, könnt ihr euch das mal schön hier durchlesen. Mann. Ach Gott. Da. Nur als Kind. Genau, die beiden haben wir. Schön. Perfekt. Kann genau noch so weitergehen. Jetzt haben wir schon, boah, wir haben schon 12 Herze und gerade mal der zweite Tempel. Wir haben jede Menge Herze, jede Menge Skulpulas. Vor allem jede Menge Geld, was kein Mensch braucht. Ich glaube, ich könnte mal irgendwie wegen sowas kaufen, was einkaufen gehen. So zu tun haben wir nicht wirklich noch was. Ist welcher Spielstand gespeichert? Reisen wir wieder in die Zukunft und machen weiter, würde ich mal sagen. Genau richtig. Zum nächsten Part. Ist nämlich schon wieder eine halbe Stunde her, dass ich das Aufnehmen angefangen habe. Ey, wir rushen durch diesem Spiel hier durch. Das ist der Wahnsinn. Das ist einfach nur der Wahnsinn. Das ist einfach nur der Wahnsinn. Ist doch das. So. Gut. Ja. Das ist jetzt eigentlich schon die zweite Stunde, ne? Meine Güte, habe ich heute mal wieder produziert, ey, ist ja Wahnsinn. Ah, der liebe X-Craft X ist nicht on, okay. Huch, nein! So. Zurück. So. Dann auf nach Kakariko. Nicht Kakiriko, wie ich immer gesagt habe. Kakariko, Kaka. So. Ja, das da hinter uns ist der Todesberg. Das da hier ist der Todesberg. Da müssen wir jetzt hin und dem nächsten Gegner ein paar vor die Löffel hauen. Ja, zu Fuß gehen ist doch was Bescheidenes. Ah, 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 wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir machen jetzt erstmal gar nichts. Wir gehen jetzt erstmal das Pferd besorgen, würde ich sagen. Ich habe nämlich die Nase voll hier vom zu Fuß gehen. So, wieder noch einmal Vollgas. Auf der London Farm bekommen wir nämlich jetzt unser Pferd. Hoffe ich. Dass ich jetzt hier nicht 20-100 mal fehlen werde. Ja, du hässlicher Gnom da vorne. Ah, einige Leute verbreiten das Gerücht, ich hätte Talon um die Farm betrogen. Aber das ist lächerlich. Talon hat alles heruntergewirtschaftet. Ich, der hart arbeitende Basil, habe meine ganze Kraft in die Farm gesteckt. Niemand darf deshalb schlecht über mich sprechen. Im Vertrauen, eigentlich war es der mächtige Ganondorf, der meine Talente erkannte und mir die Farm überließ. Als Dank werde ich ihm das beste Pferd meiner Züchtung als Präsent überreichen. Sag mal, hättest du nicht Lust, eines meiner Pferde zu reiten? Nur 10 Rubine lass ich dich reiten. Reiten? Soll ich dir erklären? Nein. Bin doch nicht blöd. Glaubst du, ich bin Anfänger oder was?
USA. Wir brauchen Epona's Lied. Um Epona zu rufen, weil mit dem lahmen Gaul können wir genauso gut zu Fuß gehen. So, jetzt müssen wir mit dem Kerl hier reden. Okay, jetzt müssen wir noch mal raus, noch mal rein, glaube ich, und dann. Bla 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 bla. Die Dank farmt, die Dank farmt. Alles. Oh Gott, ich bin mal wieder der. Naja. Komm her, Epona. Du sollst herkommen. La 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 la. So, komm her. Oh, hoffen wir, dass es jetzt funktioniert. Eigentlich sollte es das. Reden. Du reitest nicht schlecht. Wie wäre es mit einem Wettrennen? Ja, das habe ich jetzt weggedrückt und der Sieger erhält 50 Rubine. Nein, das wollte ich doch nicht. Hallo, Möhren! Ja. Fail. Shit, nochmal. Ja, komm, hopp. Sieger! Wozu die komische Uhr damit läuft? Boah, der dreht ja voll durch. Vermaledeit! Ich hoffe nur, der mächtige Ganondorf erfährt nicht von dieser Demütigung. Hey du, wie wäre es mit einer Revanche? Gewinnst du? Gehört das Pferd dir? Das ist ein Angebot. Nein, jetzt hat er mich weggedrängt, der Arsch. Komm, 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 komm. Ah, verdammt. Mann. Ja, ja, freu dich doch, du. Hässlicher Hund, du hässlicher. Mann, komm. Komm jetzt, komm. Mann, muss ich jetzt hier unbedingt 300 mal fails und schaffe ich es auch immer beim ersten Mal. Ja, heul rum. Ja, heul doch. Heul doch! Heul wenig schneller, Mann!
Ja, komm, mach jetzt hinne. Gewonnen. Knapp, aber verdient. Das kann nicht sein. Ist das wirklich Epona? Wie ist es dir gelungen, das Pferd hinter meinem Rücken zu zähmen? Ich wollte Epona dem mächtigen Ganondorf zum Geschenk machen. Nun habe ich sie beim Pferderennen verloren. Vermaledeit. Nun gut, so sei es denn. Ich halte mein Versprechen. Das Pferd möge dir gehören. Nur, die Farm darfst du mit ihr nicht verlassen. Ach ja, schön. Du meinst, das hält mich jetzt auf, dieses kleine Gatterchen da, oder was, hä? Ist ja luschig. Rub ich doch alle mal drüber, so, mal Anlauf hier. Scheiße. Crash. So, jetzt aber. Wir sind bloß übers Tor gesprungen, aber schanzen irgendwo über eine Mauer. Yeah. Ohne dass sich das Pferd wehtut. Ja, Mann, wir können's eben. So, würde ich mal sagen. Braves Pferdchen. So. Speichern wir die Kacke doch gleich mal. So, jetzt haben wir wenigstens mal einen unten fahrbaren Untersatz, wollte ich jetzt sagen. Den Untersatz, einen treuen Begleiter, der uns überall hinbringt. So. Und der auch Bombenexplosion übersteht. Aua. Wird sich auch mal eine Stunde früher ankündigen können. So. Glaub's ja wohl. So, das war eine der hylianischen Steppen. Skuldulas. Hier hätten wir schon mal und es wird gerade ein bisschen finstrig in meinem Zimmer, deswegen mache ich mal kurz das Licht an. So. Hylianische Steppe haben wir hier einmal. Baum zwischen Hyrule und Kakiriko. Gut. So, 40 Minuten, 20 haben wir noch. In der Zeit machen wir uns mal auf zum Todesberg. Und vielleicht noch in den Feuertempel. Feuertempel, Feuertempel. Feuer ist lustig. So. Kakariko.
Jo, und hier rollen jetzt Felsen durch die Gegend. Durch die Gegend. Und mir direkt auf die Fresse. Ja, Fail halt, wie immer. Oh Mann, Glaubenlauf. Was will die Alte denn jetzt? So, der Hahn hat noch nicht gekräht, ne? Das heißt, es ist noch Nacht. Das heißt, hier ist die Skulbi noch! Ja, das war natürlich jetzt allererste Klasse. Also besser hättest du es jetzt mal wieder nicht machen können, Kevin. Huch. Ach, schau an, klappt sogar. Gut, dann haben wir schon wieder die nächste Skulldulla. Und zwar Goronia. Wäre dann damit abgeschlossen, Goronia. So. Was? Ja, nerv mich doch nicht. Ich bin doch schon lange da. Wie konnte dir das gelingen? Du bist einer von Ganondorfs Leuten. Höre meinen Namen und neige dein Haupt in Ehrfurcht. Ich bin Kevin, der größte Krieger der Goronen. Was? Auch dein Name ist Kevin? Dann musst du der legendäre Dodongo-Jäger sein, der mächtige Kevin. Oh, ich fühle mich richtig geschmeichelt. Darunia ist mein Vater, kennst du ihn? Er benannte mich nach dir, weil du tapfer bist und viel für uns getan hast. Mir gefällt der Name, ich könnte mir keinen besseren vorstellen. Naja, ich persönlich finde ihn auch ganz in Ordnung. Kevin, für uns bist du ein echter Volksheld. Ich bin stolz, dich kennengelernt zu haben. Gib mir bitte ein Autogramm. Schreib für meinen Freund Kevin den Goronen. Oh, es mag ein schlechter Zeitpunkt sein, dich erneut um Hilfe zu bitten. Doch höre mich an. Oh, nee, passt schon, passt schon. Mein Vater Darunia begab sich zum Feuertempel. Dort lebt ein Höllendrache. Wenn wir uns nicht beeilen, ist mein Vater verloren. Oh, Schnuff Daddy. Soll ich sie beruhigen, den Drachen. Vor langer Zeit lebte eine diabolische Kreatur namens Volvagia in den Höhlen dieses Berges. Diese Drachenkreatur wütete auf grausame Art. Sie fraß Goronen beim lebendigen Leib. Mit Hilfe eines legendären Hammers gelang es schließlich, Volvagia zu vernichten. So erzählt die Legende aus vergangenen Zeiten. Ich weiß, dass sie wahr ist. Einer der Vorfahren meines Vaters war nämlich derjenige, der die Kreatur vernichtete. Heulschnuff, Daddy! Soll es ihn beruhigen, die Goronen? Vater war gerade nicht hier, als alle von Ganondorf in den Feuertempel verschleppt wurden. Es war schrecklich. Ganondorfs Leute fielen in unsere Stadt ein und nahmen alle gefangen. Jetzt sollen sie Volvagia geopfert werden. Vater sagte, dass Ganondorf die Drachenkreatur wieder erweckt hat. Als Warnung an alle, die sich ihm widersetzen, will der Tyrann die Goronen dem Drachen zum Fraß vorwerfen. Also brach Vater ganz allein zum Tempel auf, um sie zu befreien. Bitte hilf ihm, Kevin. Möge diese Goronenrüstung zum Gelingen deiner Mission beitragen. Ja, danke schön. Die ist nämlich ganz wichtig.
Ja, habe ich jetzt wieder weggedrückt, ich hält. Sie schützt eben vor extremer Hitze und ich kann das jetzt gleich mal zeigen. Reden. Vater sagte mir, ich solle nicht zulassen, dass ihm irgendjemand folgt. Doch bei dir, Kevin, ist es was anderes. Ich bin mir sicher, dass nur du uns helfen kannst. Sicher hilft dir auch der Clemens, der Ladenbesitzer, weiter. Er hat sich irgendwo versteckt. Lass mich dir nun einen geheimen Pfad zum Feuertempel zeigen. Versuche, die Statue in Vaters Raum zu verschieben. Ich dachte, du willst es mir zeigen und nicht erklären. Meine Güte. Liebe Entwickler. So. Und ja, warum wir jetzt die Feuerrüstung bekommen haben, ist ganz einfach. Jetzt haben wir hier oben nämlich einen Timer. Und wenn dieser Timer abgelaufen ist, dann macht es und wir sind ja tot, weil wir vor Hitze umgekommen sind oder so. Und wenn ich jetzt hier reingehe und die Goronrüstung anlege, so, dann ist der Timer weg, weil eben die Goronrüstung vor Hitze schützt. Jo. Und jetzt lernen wir ein Lied und dann können wir auch später da die Wundererbse pflanzen und zum Herzteil fliegen. Wunderschön. Würde ich mal sagen, wir machen das noch und dann. Wahre Freundschaft wächst, je länger sie besteht. Sie wächst im Herzen und wird mit jeder Minute stärker. Die leidenschaftliche Blüte der Freundschaft, die jetzt schon in dir reift, wird dir weisen den richtigen Weg. Diese Melodie sei der Kraft der Freundschaft gewidmet. Lausche nun dem Bolero des Feuers. Lalala, du hast den Bolero des Feuers erlernt. So, und dann können wir als Kind auch hierher warpen und das hier da aufbauen. Also, ich meine, die Wundererbse pflanzen. Das machen wir jetzt aber nicht mehr, sondern ich werde jetzt hier abschalten. Ne, abschalten, ne? Wer es kennt, abschalten. Ja, hier die Aufnahme beenden, hier am Feuertempel. Denn es sind nur noch 10 Minuten und da will ich jetzt nicht extra noch den Tempel anfangen. Wir begeben uns schon mal nach unten. Dort werde ich speichern. So. Jawohl, obwohl 10 Minuten sind's noch. Was mache ich jetzt so lang? Nichts. Ich würde sagen, dann geht die Folge jetzt eben mal 10 Minuten kürzer. Bricht jetzt auch keinem den Zacken aus der Krone. Ich verabschiede mich jetzt für heute von euch. Heute habe ich genug aufgenommen. 2 Stunden Minecraft, 2 Stunden Zelda. Also jetzt müsste ich mal wieder genug auf Tasche haben. Ja. Ich verabschiede mich, Freunde. Zelda wird vielleicht zurückgestellt wegen LPT. Ich weiß noch nicht, vielleicht lade ich auch 3 Videos gleichzeitig, 3 Videos am Tag hoch, kommt eben darauf an, wie ich Zeit habe. Ja, Leute, also, ich verabschiede mich von euch für heute, nicht für immer, wohlgemerkt. Euer TheKekev TheGamer, bye bye, Freunde.